Selma Yildirim, die Justizsprecherin der SPÖ, eine Tirolerin aus Innsbruck, ist nun am Wort. Danke sehr, Herr Präsident. Hohes Haus, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher vor den Bildschirmen, sehr geehrte Frau Ministerin. Ich gestehe, wenn ich des Eingangsstatements des Herrn Abgeordneten Michel Raimond mir anhöre oder jetzt meines Vorredners, des Abgeordneten Schmuckenschlager, und auch Ihre Ansagen, muss ich mich schon wundern, was hier die Regierungsparteien unter entschlossenes Handeln gegen Menschenrechtsverletzungen ehrlich gesagt meint. Sehr geehrte Damen und Herren, die Lieferketten, also das Lieferkettengesetz, so wie es jetzt vorhin auch ein bisschen angesprochen wurde, bedeutet nicht zwangsläufig, dass hier vor Ort Produkte teurer werden müssen. Wir müssen schon auch im Zusammenhang mit der Thematik erörtern, was ist denn mit der Gewinnmaximierung und Profitgier der großen und Großkonzerne? Wie fair könnten wir das denn behandeln? Warum muss das alles auf die Konsumentinnen und Konsumenten abgewälzt werden? Ich gestehe, wir diskutieren über ein Lieferkettengesetz heute hier und einige, wahrscheinlich gar nicht so wenige Zuseherinnen und Zuseher werden sich nicht viel unter diesem Begriff vorstellen können, werden nicht viel damit anfangen können. Warum setzen wir uns als SPÖ auf europäischer Ebene, aber auch in Österreich für eine gesetzliche Regelung, also für logistische Fortschritte ein? Weil es nicht um weniger geht als um die Ausbeutung von Kindern, Frauen und Männern, um das Ignorieren von sozialer und ökologischer Mindeststandards außerhalb der EU, natürlich verstärkt und global. Und es geht nicht um weniger als um Gewinnmaximierung und die Profitgier, ausgetragen auf dem Rücken der Schwachen und der Schwächsten. Wieso wähle ich so drastische Worte? Es darf nicht sein, sehr geehrte Damen und Herren, dass vor allem die großen und größten Konzerne ihre Produktion in Länder mit fehlenden oder nur sehr geringen sozialen und ökologischen Standards auslagern. Dort unter Ausnutzung der Not der Bevölkerung, ohne Rücksicht auf die Umwelt, billigst produzieren, die erzeugten Waren über tausende Kilometer in Staaten mit größerem Wohlstand transportieren und dort teuer verkaufen. Es geht also um Menschenrechte, um Menschenwürde und um unsere Umwelt. Das alles dafür, dass ein paar wenige noch einige Millionen mehr am Konto haben. Aber denken wir einen Schritt weiter. Was passiert, wenn die Produktion von Waren immer mehr aus Ländern mit hohen sozialen und ökologischen Standards wegverlagert wird, weil in anderen Staaten billiger und einfacher zu produzieren ist? Es gehen Arbeitsplätze verloren, das soziale Gleichgewicht geht verloren, die Umwelt leidet, und wir wissen, dass die Umweltzerstörung nicht an Ländergrenzen Halt macht. Und freiwillig wird sich nichts ändern. Deswegen, Frau Ministerin, war ich etwas verwundert über Ihre Ansage, dass Sie so entschlossen handeln. Entschlossenes Handeln, Frau Ministerin, sieht anders aus. Ihre Partei, die Grünen, haben Vorschläge der SPÖ zuletzt im Justizausschuss einfach vertagt und ausgesetzt. Es gäbe ja schon länger Vorschläge. Daher wundere ich mich, wenn Sie sagen, dass Sie sich schon so lange mit diesem Thema auseinandersetzen. Darf ich Sie einfach einladen, dass Sie, Sie bedanken sich für den Mut und den Einsatz der Zivilgesellschaft. Darf ich mir etwas mehr Mut von Ihnen auch wünschen, mehr Mut von den Grünen auch wünschen, mehr Mut von der ÖVP auch wünschen, dass Sie hier den hiesigen, den österreichischen Klein- und Mittelunternehmen hier, die ja unseren Sozialstaat hier aufrechterhalten, darf ich Sie auch dazu einladen, dass Sie diese Unternehmen unterstützen, indem Sie endlich nicht nur auf europäischer Ebene gegen diese Missstände global weltweit kämpfen, sondern auch hier in Österreich dafür kämpfen. Wozu diese schönen Worte? Schauen Sie,
Deutschland und Frankreich, diese zwei Länder haben bereits Lieferkettengesetze. Warum können Sie das hier nicht auch entschlossen angehen? Also ich bitte Sie schon sehr darum, dass Sie nicht nur hier schöne Sonntagsreden halten, sondern effektive Gesetze auch wirklich in die Wege leiten. Vorschläge gibt es. Bitte nehmen Sie sich dieser Anträge, Gesetzesanträge, die meine Kolleginnen von der sozialdemokratischen Fraktion in mehreren Ausschüssen bereits zur Debatte gestellt haben. Und vertagen Sie und versenken Sie es nicht. Handeln Sie entschlossen. Danke. Nächster Redner ist der außenpolitische Sprecher des FPÖ-Clubs, Axel Kasecker.